Ich finde, erste Halbzeit waren wir klar überlegen, haben den Ball super laufen lassen, sind gut ins Spiel gekommen, was man ja die letzten Spiele nicht so uns, also was wir uns vorwerfen müssen sozusagen. Wir haben ja das Tor gut rausgespielt, hätten dann natürlich noch nachlegen müssen. Das haben wir uns dann für die zweite Halbzeit vorgenommen. Konstant dabei bleiben, konzentriert bleiben, ist uns dann leider nicht ganz so gelungen. Und dann ja, ist uns auch irgendwo ein bisschen die Kraft entschwunden. Ja, es war ein Spiel mit zwei Halbzeiten aus meiner Sicht. Aus der Sicht eines Trainers war ich mit der ersten Halbzeit unserer jungen Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Wir wollten hier einen temperamentvollen, leidenschaftlichen Fußball spielen. Das ist uns in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Zu wenig Emotionen, sehr lebloser Auftritt. Wir hatten Glück, dass wir da nicht mit einem höheren Rückstand in die Pause gehen. Haben wir natürlich angesprochen, das Thema, und ich glaube, wir haben das dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Haben dann im Laufe der Spielzeit, denke ich, auch das Zepter übernommen auf dem Feld und haben dann auch verdient den Ausgleich geschossen. Haben durchaus die Möglichkeit, auch in Führung zu gehen. Aber insgesamt, denke ich, ist das ein gerechtes Unentschieden. Ja, wenn drei Spieler verletzungsbedingt raus müssen, dann ist das sicher ein schwerer Verlust für jedes Team. Ich hoffe, dass das nicht allzu schwere Verletzungen sind. Ja, das Spiel war aber insgesamt nicht unfair. Auch diese Situation, wo die Verletzungen entstanden sind, waren keine groben Fouls. Das sind einfach Unfälle, die im Fußball passieren. Und ja, drückt den Jungs die Daumen, dass es nicht so böse ausgeht. Ich denke mal, das eine kam dann, also da kam halt alles zusammen in dem Moment. Hamus super wichtig für uns, ist natürlich eine Bank und super souverän. Ich denke, der hat uns da hinten schon ein wenig gefehlt. So, und da kam dann Braunschweig natürlich zu der einen oder anderen Möglichkeit. Ja, natürlich gebe ich den Jungs auch fachlich so ein, zwei Hinweise, die wir da anders machen sollten in der zweiten Halbzeit. Aber der Hauptteil meiner Worte waren eigentlich diese emotionale Schiene einfach besser zu beackern, dass jeder mehr aus sich rauskommt, mehr machen muss, mehr investieren muss ins Team. Ja, das hat nicht unbedingt mit Laufarbeit zu tun, aber auch. Aber mir ging es wirklich darum, dass die Mannschaft hier einfach lebhafter auftritt und wirklich wie eine junge Mannschaft spielt, die gern Fußball spielt, und dass man das nach außen hin sieht. Und das haben wir dann besser gemacht. Also ich kenne natürlich das Trainerteam noch komplett, die bleiben ja gleich. Ansonsten sind, glaube ich, noch so 5, 6 Spieler da gewesen, die ich noch kannte und mit denen ich halt immer noch Kontakt habe. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt groß jubeln soll oder nicht. Ich wollte mich eher zurückhalten. Ist mir auch im Endeffekt gelungen, aber es war halt natürlich so eine Befreiung, weil ich ja, ich glaube, nach dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen habe. So, jetzt habe ich mal wieder ein Ding gemacht, und es war halt auch wichtig für die Mannschaft.